Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bioshock. Nach einem harten Kampf mit dem Big Daddy im letzten Part. Schreiten wir jetzt ganz langsam voran? Wieso riecht das hier so extrem? Nach Riesenkampf? Aber wir können uns erst mal um die verdammte Sicherheitskammer. Hallo? Ich wollte gerade sagen, geht's dir nicht. So, was haben wir hier Schönes? Oh, wieder. Oh, hallo. Ich komm gar nicht durch. Ich muss hier runter. 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 Gracias, Senor! Kaffee ist immer gut. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber soll gut sein. Du bist das nur. Hacken wir den auch mal. Vielleicht können wir hier ein bisschen Munition, ne? Mitnehmen. Hallo, die Waldfee. Was ist hier los? Okay. Ich decke immer sehr gerne alles auf, weil... Wow. Nee, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir dann immer ein bisschen was aufdecken. So. Muchas gracias. Arriba! Nee, komm, wir haben so wenig Geld momentan. Professor Julie Langfords Forschungslabor. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gleich gegen die kämpfen müssen? Okay. Die verdammte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume, oder du bleibst für immer hier unten. Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Suche in der Kröte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Komm nicht hier rein. Das war unsere Hand! Das wird nicht funktionieren. Ich bin... Neue E-Spritze gebrauchen. Wo ist meine Puppe? Und hier lang, oder? Nicht? Du besudelst diesen Ort! What the fuck? Was geht denn hier ab? Alter. Die kann man kaputt machen? Ah, leck mich doch. Spielst mit den Den hab ich doch gerade erledigt. Will er mich verarschen? Die Saturnjäger. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja,
Sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Ich hab Eve gesehen, oder? Hier kommt auf jeden Fall einer. Ekelhafter Bastard! Eigentlich bringt's gar nichts, hier runter zu gehen, hab ich das Gefühl. Hier ist nix. Hier ist nie etwas. Mann! Das war's mit meinen Pistolenkugeln. Ach, hier kam ich her, okay. Eine Pistolenkugel, weißt du? Danke. Boah. Hier liegt Rosie. O'Donnell. Meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer! Hacken wir das Ding gleich mal. Das schade, ich glaube, wenn wir das machen. Muss aber ein bisschen aufpassen. Mit ihm ist es einfach echt ein bisschen kritisch. Ich muss da echt mal was kaufen. Das sieht ja alles immer so ein bisschen shabby aus. So. Für den Besuch. Immer wieder gerne. Ihre Hydrospritze. Du willst doch verarschen. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Was für ein Geschäft? O2? Können nicht mehr Autohacker betragen? Ja, können nur 5 tragen? Euer Ernst? Bin ich überhaupt richtig, wo ich hier lang gehe? Ich glaube irgendwie nämlich nicht. Hier kann man lang gehen. Waffen-Upgrade-Station. Der Automat wird danach abgeschaltet. Boah, schwer. Mit der MP arbeite ich gerne. Pistolen, Magazingröße. Da wir aber nicht, das nie voll bekommen. Schade.
Schadensteigerung wäre nicht schlecht. Feuergeschwindigkeit. Schwer. Komm. Das sind diese verfluchten Fanatiker! Wo? Wo sind die Fanatiker, hä? Verbandskasse ist immer gut. Kann ich mir direkt mal. Komm, mach mal ein Auto hart, kann man was haben. Aber eigentlich unnötig, ne? Keine E-Spritzen, ihr macht mich alle, ne? Nee, bringt nix. Bringt mir gerade alles gerade nix. Wir Saturn-Jünger mögen keine Feinde. Hat sie zerlegt? Hätte nicht. Da hätten wir ein Auto gar nicht gebrauchen können. Hatten wir den mal. Mal übersehe ich die einfach komplett, ne? Hab ich das Gefühl. So. Können wir durch, wenn ich will. Oh, Kettriegel. Ich könnte hier durch, wenn ich wollen würde. Farmers Market. Ich das denn? Komme ich hier auch wieder zurück? Müsste eigentlich, ne? Ach, komme ich doch nicht durch. Ja, hat Pech gehabt. Keine Eve-Spritzen für den Patrick, hey! Das Gift! Tötet das Gift! Zertrötet den Parasiten! Ich bin der Boss, du Wichser! Das war eine Vergnügliche. Scheiße! Ah. Vergiftbeißer, scheiß drauf. Ich komm da nicht dazu, jetzt immer die Fotos zu schießen, verdammt nochmal. Sicherheitslücke, was ist es? Die Sicherheitslücke, Tunikum passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass sie... Sicherheitskameras und Geschütze verwirrten ihre Reaktionen entsprechend verzögert. Entschuldigung, ich muss kurz ausstoßen. Okay. In Gehwandlager. Keine Waffen oder so? Ja, sag mir doch einen Automaten, der es dann hat, hä?
Schlaukopf. Bist du ein Schlaukopf oder bist du ein Dummkopf? Ein Outlacker könnten wir machen, aber wir finden sehr viele. Das ist eigentlich nicht so. Das spricht mich alles so an, deswegen werden wir erstmal. Da wir ja schon hier unten waren, haben wir alle schon erledigt. Echt nice. Frage ist nur, wo ist das, was wir brauchen? Letztes Mal. Okay, jetzt müssen wir nur noch zurückfinden. Ja, ja. Mein Gott. Er hat wieder was geblitzt. Stell dir mal vor, jetzt wäre irgendwie so ein Timer dran oder so. Riecht nach Falle. Was ist das? Ein Outlacker? Hier gefällt's mir. Nicht so viel. Zieh dich an! Ekelhaft! Mann. Haben wir es geschafft? Noch einer um die Ecke, oder? Gut, da rein, bitte. Hast du die Rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Robust rüber. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in mein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich habe genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Das ist ja super. Boah, jetzt sind wir im Büro von der Alten und ja, Leute, das sehen wir im nächsten Part, was hier abgeht. Bis dann und ciao.